Für Familie entscheiden. Wir signalisieren den Menschen, die Familie ist uns wichtig. Familie ist unsere Zukunft. Und da muss man ansetzen. Und das ist eine gesellschaftspolitische Frage, die ich täglich vernachlässigt wurde. Wir gehören zu den höchst entwickelten Ländern und kriegen das mit unseren Schulen hier in Deutschland nicht in den Griff. Das ist für mich ein Skandal gleichermaßen. Ob nun 100 Milliarden für das Militär gerechtfertigt sind, kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann beurteilen, wie es in unseren Schulen, wie es in unseren Kitas ausschaut. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir erheblichen Nachholbedarf. Ich habe jetzt noch ein Handy auf der Bühne. Mal gucken, wem das ist. Ich bitte jetzt Frau Dr. Sabine Lauber auf die Bühne. Sabine, kommst du hoch? Vielen Dank, dass Sie sich jetzt... Ärztin nicht zu schade ist an so einem Kundgebung. Gut geht, muss die eine Jungfrau opfern. Bis der Held kommt und alle sieben Köpfe abschlägt. Danke, jetzt gebe ich das Mikro ab. Danke, liebe Sabine, für deine Worte. Stellvertretend für alles, für medizinische Personal und Pflegepersonal, weil es heute hier nach Erfurt gekommen ist. Und bevor ich jetzt die Telefonschalte zu Frau Dr. Ute Bergner mache, die sehr gerne hier wäre. Aber ihr PCR-Test war halt positiv. Die Viren, die sich entscheiden müssen, Herr Lindner, ob sie sich ein Brot kaufen oder ihren Tank füllen, damit sie auf Arbeit kommen. Und liebe CDU, sage ich jetzt mal mit Anführungsstrichen, euer Werbeslogan war einmal, Arbeit muss sich wieder lohnen. Und wenn sich Arbeit wieder lohnen muss, dann beendet die Tolerierung dieser Landesregierung hier in Thüringen 50 Euro bezahlen müssen als Heizkostenaufschlag für den derzeitigen Gaspreis. Und da, meine Damen und Herren, hört für alle und für mich der Spaß des Erträglichen auf. Denn ich möchte, dass Sie Ihr Geld, was Sie jeden Tag hart arbeiten, ob auf Rügen, in Thüringen oder wo auch immer es Ihre Reiselust hinbringt, für den Urlaub und für sich und Ihre Familien und Kinder ausgeben können.